Ja, hallöchen, Tagesmotivation von heute bis. Ich finde das ganz wichtig. Wenn Sie was machen, dann gehen Sie mit bis dran. Und die meisten Leute, habe ich immer das Gefühl, die sind völlig ohne Biss unterwegs. Wie sagen viele Leute, es kotzt mich an, es scheißt mich an. Na, viel Spaß, wenn du gekotztes im Mund hast oder wenn du Scheiße im Mund hast. Sowas würde ich einfach niemals machen. Ich würde solche Dinge überhaupt nicht im Mund nehmen. Schenken Sie sich das bitte. Und gehen Sie einfach mit Biss vor. Dadurch haben Sie eine völlig andere Ausgangsbasis, denn wenn Sie mit Biss vorgehen, dann beißen Sie sich auch an den Dingen fest. Ich nenne das auch, ich halte auch Vorträge mit nach der sogenannten Pitbull-Strategie. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Pitbulls, die gibt es halt heute kaum mehr. Wenn die zugebissen haben, dann lassen Sie einfach nicht mehr los. Und genau das sollten Sie doch auch tun in Ihrem Beruf. Schnappen Sie zu, beißen Sie zu und dann bleiben Sie dran. Das ist doch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie dran bleiben, wenn Sie mit Biss dran bleiben, dann erfüllen sich die Dinge auch. Und viele Menschen gehen halt einfach locker rein nach dem Motto, naja, ich probiere es mal und wenn es halt nicht hinhaut, naja, war halt wohl nichts für mich, ja. Muss halt gucken, dass es vielleicht was anderes gibt, was Besseres gibt, was Schöneres gibt. So kommen Sie natürlich niemals voran in Ihrem Leben. Das ist eine ganz, ganz dumme Einstellung, wenn Sie sowas Ihr eigen nennen. Gehen Sie lieber so ins Leben hinein, dass Sie den nötigen besser aufbauen, dass Sie richtig ganz, ganz, ganz viel Spaß und Lebensfreude haben. Ich liebe es einfach mit Biss die Sachen durchzuziehen und Sie brauchen auch einen gewissen Biss. Stellen Sie sich mal vor, die ganzen Spitzensportler, die wären alle ohne Biss unterwegs. Ja, da gäbe es überhaupt keine Goldmedaillengewinner. Das wäre ja völlig langweilig. Stellen Sie sich mal vor, beim Fußball würden die Fußballer ohne Biss spielen. Und so zieht sich das wie in roter Farben durch das ganze Leben durch. Also achten Sie darauf, dass Sie immer mit ganz, ganz, ganz viel Biss unterwegs sind. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf. Alles Liebe. Tschüss. Bye bye. Ihr Ernst Krameri.